Guten Morgen und herzlich willkommen an allen Geräten zum Forum Offene Stadt 2020 in einem bisschen veränderten Setting. Dieses Jahr läuft die Konferenz komplett digital. Der Vormittag beschäftigt sich mit dem Thema partizipativ nachhaltig digitale Gestaltung der digitalen Stadt der Zukunft und wird im Livestream übertragen. Um 12:55 Uhr beginnen die Workshop-Formate, die nicht mehr übertragen werden und nur in Zoom stattfinden. Zum Beginn des Tages begrüße ich aus Berlin bei mir, einmal in Hamburg, Sven Tetzlaff. Er ist Sozial- und Wirtschaftshistoriker und leitet seit 2018 den Bereich Demokratie, Engagement und Zusammenhalt bei der Körber-Stiftung. Und Henriette Litter, sie ist Geschäftsführerin bei der Open Knowledge Foundation. Ziel der Organisation ist es, die digitale Mündigkeit der Bürgerinnen in der Demokratie zu stärken, Partizipation zu ermöglichen und den ethischen Umgang mit Technologien zu unterstützen. Herr Tetzlaff, warum ist die Körber-Stiftung beim Forum Offene Stadt dabei? Ja, danke für die Frage, die will ich gerne beantworten. Ich würde aber ganz gerne vorweg einmal meinen Dank loswerden, und zwar an die Open Knowledge Foundation und an Code for Hamburg für diese tolle Kooperation, die wir jetzt ja zum dritten Mal hier stattfinden lassen können. Wir haben eine tolle Anmeldesituation. Über 200 Menschen haben sich angemeldet und sind mit dabei. Beim dritten Mal, jetzt dieses Mal, wenn man das Programm sich angeguckt hat, wir werden ja ein bisschen internationaler, gerade jetzt am Vormittag, und wir werden uns auch ein bisschen mehr mit Debatte beschäftigen. Also vielen Dank. Ich sage jetzt stellvertretend Henriette Litter für aber das ganze Team, was natürlich dahinter steht. Warum sind wir beim Forum Offene Stadt dabei? Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir sehr davon überzeugt sind, dass wir die Community of Practice, die tolle Lösungen, tolle Ideen, kreative Lösungen erarbeitet für die Fragen, die jetzt anstehen, dass wir diese Community unterstützen wollen. Die braucht einen Ort, und wir hoffen, dass das Forum Offene Stadt ein Ort dafür ist. Und da bin ich gleich bei den Fragen, die da anstehen, nämlich das sind die Fragen, die die Städte betreffen. Wir sind davon überzeugt, die Zukunft wird in den Städten gemacht. Dieses ist das Forum Offene Stadt. Wir wissen alle, dass wir vor ganz großen Herausforderungen stehen. Krisenanfälligkeit, insbesondere der Städte. Wir sehen das an der Pandemie. Als nächstes kommt der Klimawandel auf uns zu. Und die Fragen, wie organisieren wir die Mobilität? Wie schaffen wir es, eine gesunde, eine grüne, eine gute, lebenswerte Stadt zu gestalten, die auch für alle Bürgerinnen und Bürger Angebote macht, die die Daseinsvorsorge stärkt? All das wird sich auch in den Städten entscheiden. Und deswegen ist das Thema kommunales Handeln vor Ort, offene Stadt, ist für uns ein Riesenthema als Körber-Stiftung. Ich will zeigen, dass wir noch da auch an anderer Stelle unterwegs sind. Nur diese zwei Sätze vielleicht dazu noch. Das Thema Stadt reiht sich ein bei uns in eine ganze Reihe von Programmen, die wir ausrichten auf die Kommune, auf das Handeln vor Ort. Ich will mal nennen das große Programm Die engagierte Stadt, das wir mit dem Bundesfamilienministerium und weiteren großen Stiftungen in Deutschland durchführen, momentan 73 Städte. Das wird nächstes Jahr auf 100 Städte hochwachsen. Und da geht es darum, Menschen darin zu unterstützen, sich zu engagieren, selber anzupacken, Teil der Lösung zu sein, voranzugehen, voranzuschreiten. Und dann haben wir im letzten Jahr begonnen, hier in meinem Bereich nochmal ein neues Programm aufzulegen. Das nennt sich Meine Stadt besser machen. Da wollen wir die Bürgerinnen und Bürger fragen, wo sind eigentlich eure Ideen, wo sind eure Vorschläge, was wir verbessern können? Und natürlich spielen bei diesen Fragen das Digitale und die digitalen Lösungen spielen eine ganz, ganz große Rolle. Also Stadt ist für uns wichtig. Digitalisierung ist ein Zukunftsthema, dem wollen wir uns widmen als Körber-Stiftung. Sie haben nun gerade schon Kooperationen angesprochen. Auch diese Veranstaltung ist ja eine. Wie können denn Lösungen gefunden werden für diese großen Herausforderungen? Ich glaube, dass wir beim Forum Offene Stadt und bei den Menschen, die hier zusammenkommen und sich austauschen, schon einen Teil der Lösung erkennen können. Und das ist aus meiner Sicht diese Community of Practice. Das heißt, die vielen Leute, die sich mit konkreten digitalen Lösungen beschäftigen. Wir brauchen aus meiner Sicht mehr so eine Maker-Culture, also mehr etwas tun, selber schauen, wo kann ich eigentlich handeln.
Und vielleicht kommen wir aus einer Welt, wo wir mehr Top-Down-Lösungen kennengelernt haben, gerade für die Städte, mehr die großen Modelle der Städte, die dann von Experten in abgeschlossenen Räumen und häufig auch abstrakt gedacht werden und dann bürokratisch umgesetzt werden. Und wir wollen dagegen setzen, als Lösungsweg die Menschen zu stärken, die selber Sachen, sie wollen anpacken, sie wollen losgehen, sie wollen Teil der Lösung sein. Das finden wir sehr unterstützenswert. Und ich will noch einen Punkt nennen, das sind eben Fragen, die uns mittlerweile beschäftigen, die wir nicht mehr in einer Kultur lösen können. Das kann die Verwaltung nicht alleine, das kann auch die Wirtschaft und das aus meiner Sicht kann das auch nicht Alleinaufgabe der Wirtschaft sein, darüber zu entscheiden, wie die Stadt sich gestaltet, sondern das müssen Zivilgesellschaft, Verwaltung, Community und auch möglicherweise Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam lösen. Ich denke, das setzt einen guten Ton für den gesamten Tag schon mal. Unter normalen Umständen hätten wir uns ja in Hamburg getroffen. Gibt es beim Forum Offene Stadt denn einen speziellen Bezug zur Stadt Hamburg? Also, dass das Forum Offene Stadt hier ausgerichtet wird, ist, glaube ich, kein Zufall. Das hängt mindestens an zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, dass Code for Hamburg nach meiner Wahrnehmung ein sehr aktiver Player hier in der Stadt ist, schon seit langer Zeit, der auch Gesprächspartner ist und wie ich finde, auf Augenhöhe für die Verwaltung. Also hier in Hamburg hat sich da tatsächlich auch diese Maker Culture sehr, sehr gut organisiert. Und das andere ist, dass Hamburg auch einen Schritt vorangegangen ist. 2012 ist das Hamburger Transparenzgesetz in Kraft getreten, was zum Thema Open Data, Open Government natürlich auch interessant gewesen ist, was eine ganze Reihe von Städten inspiriert hat. Und insofern ist Hamburg tatsächlich so ein Ort. Und wir sind jetzt hier im Körperforum, wir sind hier in der Hafen City. Um uns herum fahren schon die ersten autonomen Wagen, also das autonome Fahren wird in diesen Städten, wird hier in Hamburg ausprobiert. Wir wissen, dass die großen Überseehäfen eben mittlerweile auch ganz viel Sensortechnik nutzen, um Bilder zu machen von den realen Aufnahmen. Also hier passiert viel. Der Drohnenflugverkehr wird als nächstes hier angepackt werden. Also Hamburg und auch die Städte insgesamt sind so Reallabore auch der Digitalisierung. Mit Code 4 gab es gerade schon ein gutes Stichwort, mit dem ich dann wieder nach Berlin überleiten möchte. Frau Litter, welchen Bezug hat denn die Open Knowledge Foundation zum Forum Offene Stadt? Ja, zunächst einmal hallo und guten Morgen nach Hamburg und an die vielfältigen Bildschirme, bei denen Sie alle dabei sind. Liebe Katharina, lieber Sven, ich freue mich sehr und total, dass es jetzt endlich losgeht mit dem Forum. Mein Dank zunächst gilt erstmal natürlich allen Mitwirkenden, die später noch im Programm zu sehen sind, der wunderbaren Konferenzorganisation, auch schon mal vorweg gesagt, natürlich der Körperstiftung, jetzt auch hier ist Sven Tetzlaff natürlich stellvertretend für alle, die auch weiter noch beteiligt sind, für unsere bewährte Kooperation und natürlich auch dem Netzwerk Code for Hamburg, ohne das es das Forum auch nicht gegeben hätte. Das ist das Stichwort, genau vor 4 Jahren, wurde eben das Forum Offene Stadt aus dem Umfeld der Open Knowledge Foundation herausgegründet. Ich glaube, unser Zutun ist eher das vielleicht einer Geburtshelferin, aber nicht der Idee. Also aus dem ehrenamtlichen Netzwerk von Code for Germany, in das sich das Code for Hamburg Netzwerk ja einreiht, kam diese Idee der Vernetzung. Hier ist die Aufgabe der Open Knowledge Foundation zu koordinieren, zu vernetzen, das, was an digitalen Ehrenamtlichen dort auf lokaler Ebene zusammenkommt zwischen den Digitalenthusiasten und natürlich den lokalen Verwaltungen, die dann zusammen an Ideen für eine gemeinwohlorientierte Anwendung und Lösung zusammenbasteln. Das nennen wir ja üblicherweise Civic Tech oder Public Interest Tech. Und das ist die Grundidee. Unglaublich engagiert, aktiv ist, wie gesagt, die Community in Hamburg, Code for Hamburg. Und hier entstand eben die Idee des Forums maßgeblich auch von Timo Lundelius, den ich gerne einmal erwähnen möchte und der auch später ja nochmal im Programm aktiv zu hören und zu sehen sein wird. Im Netzwerk Code for Germany passieren auf lokaler Ebene ganz viele und sehr beeindruckende Dinge, Projekte. Und unsere Aufgabe ist es dann, das zu unterstützen, weiter voranzutreiben und auch mehr Ansteckung zu erzeugen, obwohl das als Metapher in diesen Tagen vielleicht nicht ganz passend ist, also eher Lust zu machen,
mitzumachen. Und hier, denke ich, ist das Forum Offene Stadt unglaublich wichtig und bildet meines Erachtens eine wunderbare Klammer um diese dezentralen und lokalen Aktivitäten und kann eben die digitale Zivilgesellschaft überregional vernetzen. Und damit können wir das digitale Ehrenamt, von dem dieser Tage auch immer wieder oder mehr die Rede ist, mehr sichtbar machen. Gute Beispiele aus dem Inland und Ausland jetzt auch zunehmend, wie Sven natürlich gesagt hat, zeigen und somit das Wissen erhöhen, Anregungen kreieren. Und das ist unser Ziel heute. Open Government Partnership ist ja heute, wenn ich schon ein bisschen einen Ausblick auf den Tag geben darf, ein wichtiger Bezugspunkt, von dem wir immer wieder hören werden. Welche Rolle spielt denn die digitale Zivilgesellschaft, wenn es um die Umsetzung von Open Government geht? Ja, also Open Government, der Ansatz ist ja einer der Co-Creation, also der gemeinsamen oder auch partnerschaftlichen Entwicklung auf Augenhöhe von Ideen und Formaten zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Und das ist meines Erachtens enorm wichtig. Also die Bürgerinnen und Bürger nicht nur üblicherweise, wie man so sagt, mitzudenken oder irgendwo abzuholen oder mitzunehmen bei Dingen, die für sie gemacht werden, sondern sie wirklich partnerschaftlich einzubeziehen. Das ist der Grundansatz und das ist enorm wichtig. Das passiert in Deutschland zunehmend, aber immer noch viel zu wenig. Und daher ist auch das Forum ganz besonders relevant, da es hier doch vielfältige Anknüpfungspunkte gibt, Ideen, Best Practices sichtbar macht, wie genau dieser Co-Creation-Prozess laufen kann und wie man sich auch inspirieren lassen kann, zum Beispiel heute aus der Stadt Amsterdam oder anderen Beispielen. Aus der Zivilgesellschaft wurden und werden ja auch vielfältige Beteiligungs- und Informationsinstrumente entwickelt und dann einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also wie zum Beispiel natürlich auch unser Tool Frag den Staat oder Fragen offener Haushalt, kleine Anfragen, Abgeordnetenwatch. Das sind ja alles Beispiele, wie aus der Zivilgesellschaft mit altruistischem Motiv Dinge entstanden sind, die ja für eine größere Gesellschaft auch zur Stärkung unserer Demokratie zur Verfügung gestellt werden. Aufgabe der Zivilgesellschaft ist es aber auch meines Erachtens nicht nur tolle Dinge kreativ zu entwickeln, sondern auch ganz kritisch zu gucken, was denn staatliche Akteure, das staatliche Verwaltungshandeln genau macht und hier eben auch eine Korrektivfunktion wahrzunehmen, also auch Expertise zu nutzen, um genau hinzuschauen, was passiert. Gleichwohl dann auch natürlich immer mit einem Aufzeigen, was wären dann bessere, gangbare Alternativen zu vielleicht bestehenden Systemen, die eher wirtschaftlich motiviert sind, um hier besser aufzeigen zu können, wie können wir zum Beispiel Datensouveränität gewährleisten mit Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung. Und genau dieser intrinsische Altruismus der Zivilgesellschaft, das nochmal abzuschließen, das ist, glaube ich, der größte Schatz und sollte deshalb auch viel, viel stärker in diesem partnerschaftlichen Ansatz mit berücksichtigt werden. Danke für diesen Ausblick auf die Best Practices. Nun merkt man es ja schon ein bisschen am veränderten Versuchsaufbau dieser Konferenz. Die demokratische Digitalisierung ist mit der Corona-Pandemie weiter hoch auf die Tagesordnung gerutscht. Ist OGP oder OG denn die Lösung für die Krisen unserer Zeit und alleinige Lösung? Alleinige Lösung sicherlich nicht, aber ein absolut wichtiger Baustein. Und ich bin sehr froh, endlich geht es mal nicht nur um Effizienzsteigerung durch E-Government oder bessere Workflows oder Ähnliches, sondern tatsächlich jetzt auch um die Frage, wie können digitale Werkzeuge benutzt werden, um unsere Demokratie zu stärken, die offene Gesellschaft zu stärken. Und offene Daten sind ja ein Kernstück dann auch dieses Open-Government-Prozesses. Und hier sehen wir ja auch in der Corona-Krise, wie wichtig das ist. Das kann jede Bürgerin, jeder Bürger erfahren. Echtzeitdaten können wirklich einen großen Unterschied machen, können Vertrauen wecken, können eben benutzt werden, um gut niedrigschwellig sichtbar zu machen, wie zum Beispiel Infektionszahlen sich entwickeln, um damit dann eben auch eine größere Vertrauensbasis auf Basis von Transparenz in das Regierungshandeln zu stellen und dann auch einschneidende Maßnahmen wie jetzt den aktuellen Lockdown besser nachvollziehen zu können und damit dann auch im Vertrauen in das demokratische System zu stärken. Also das ist deshalb unglaublich wichtig. Und deshalb sollte eben dieser Prozess eben
durch Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger weiter vorangetrieben werden. Das macht meines Erachtens dann die Gesellschaft als Ganzes resilienter, nachhaltig gegenüber Krisen. Also bessere Tools können entwickelt werden, aber auch das Vertrauen, und das ist mindestens genauso wichtig, in Regierungshandeln kann gestärkt werden. Denn nur da, wo ich ganz genau ja reinschauen kann, auch mitwirken kann, da vermute ich natürlich viel weniger Verschwörungen oder versteckte Agenden. Nur die Dinge, die eben vor mir verschlossen sind, die Blackboxes, die können natürlich viel stärker auch Misstrauen wecken. Deshalb denke ich, ich freue mich, dass das Forum Offene Stadt deshalb heute stattfindet und genau diesen Ansatz ja der Co-Creation nochmal groß aufzeigt und Beispiele liefert, und verbleibe jetzt auch gerne schon und wünsche uns allen eine extrem spannende, inspirierende und auch unterhaltsame Veranstaltung. Ich freue mich. Vielen Dank. Ganz vielen Dank Ihnen beiden. Wir werden alle Fäden, die angesprochen wurden, heute im Laufe des Tages noch weiter aufgreifen. Ich verabschiede mich schon mal von Herrn Tetzlaff und Frau Litter für den Moment. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.